Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, heute ist eine Premiere quasi, weil ich habe eine neue Kamera. Diese Kamera, wie mir scheint, noch habe ich das Video nicht geschnitten, ich nehme es ja gerade erst auf, und auch natürlich noch nicht hochgeladen, das wird sich dann alles zeigen, aber wie mir scheint, kann ich meinen Lampenladen hier abbauen, weil ich habe normalerweise mit meiner anderen Kamera, wartet, ich zähle mal 3, 4, 5, 6, mit Deckenleuchte 7 Lampen angehabt, aber diese Kamera hat das Licht derart geschluckt, dass das immer etwas zu dunkel rüberkam. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft und habe jetzt noch ganze 2 Lampen an. Eine Tageslichtleuchte auf der Seite und eine Leuchte direkt über mir. Ich glaube, so wie ich das zumindest im Moment sehe, sieht das super aus. Ich habe eine ganz große Bitte an euch. Ich stelle euch gleich mein kleines Projekt vor. Bitte habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn das alles noch nicht so ganz genau funktioniert hier. Weil irgendwie muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich kann nämlich jetzt, es gibt was Neues, ich kann mit dieser Kamera einzoomen, um euch die Projekte etwas genauer zeigen zu können. Und da muss ich mich natürlich noch ein bisschen dran gewöhnen, wie weit ich einzoomen kann und wie weit ich wieder rauszoomen kann. Und ja, es ist alles ein kleines bisschen anders. Ich werde mich aber hoffentlich sehr schnell dran gewöhnen. Ich habe meine große Bitte an euch, gebt mir doch bitte mal ein Feedback. Ganz normal unten in die Kommentare. Wie ist das Licht? Wie ist die Qualität? Wie ist auch der Ton? Ich habe ab und an, zwar nicht häufig, aber ich habe ab und an mal gehört, dass der Ton der Videos zu leise ist. Ich wusste aber nicht, wie ich es lauter machen soll. Und es wäre ganz, ganz fantastisch, wenn ich ein paar Feedbacks von euch bekommen könnte. Wie ist denn dieses Video? Und eventuell, was kann ich denn anders oder besser machen? Bin ich sofort dabei und versuche, das alles irgendwie umzusetzen. Okay, kommen wir aber zu meinem Projekt. Ihr kennt, oh, ich wollte noch die große Tasse herholen. Egal. Ihr kennt die große Tasse, den großen Kaffeebecher, den ich gemacht habe. Und das hier ist jetzt eine kleine Variante. Ich habe, das ist für einen Rocher gemacht. Der passt hier nämlich genau rein, da habe ich die Größe angepasst. Ich habe ganz, ganz viele Projekte gesehen mit so kleinen Tassen und auch mit Untertassen. Und irgendwie habe ich aber mir die Maße angeguckt und die gefielen mir nicht so hundertprozentig, weil entweder war der Rocher zu weit drin oder der guckte zu weit raus. Das gefiel mir alles nicht. Also habe ich die Passe so angepasst, dass genau ein Rocher reinpasst und das quasi hier fast bündig oben abschließt. Ihr könnt diese Tassen aber jederzeit verändern. Hier habe ich eine etwas größere Variante genommen. Das sind im Prinzip exakt die gleichen Maße. Das Einzige, was ich verändert habe, ist, ich habe dieses Maß länger gemacht. Alles andere bleibt gleich. Ich zeige euch das aber nachher noch. Was habe ich hier gemacht und was braucht ihr? Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich jetzt mal etwas anderes benutzt. Das hier ist DSP aus dem DSP Zeitlos Elegant. Das hier ist Farbkarton in, ups, seht ihr, da muss ich mich noch dran gewöhnen, ich muss etwas dichter ranrücken. Das hier ist Farbkarton in Terrakotta. Den habe ich bestempelt mit dem wunderbaren Stempelset Flower Shop. Mit der Blüte hier, die ist nämlich ganz toll. Das habe ich also bestempelt. Das ist schon gefalzt. Dieses Stückchen braucht ihr. Das hat eine Größe von 6¼ mal 3¼ Inch. Wird total einfach gefalzt, nämlich bei 1 Inch 2, 3, 4, 5 und 6 Inch. Und dann bleibt hier so eine ganz schmale Klebelasche über. Dann dreht ihr das Ganze um, falzt von der Seite bei 1 Inch und falzt von der Seite bei 1 Inch. Und das war's. Wo geschnitten wird, zeige ich euch gleich. Dann braucht ihr 2 Kreise. Ich habe genommen die, jetzt muss ich mal gerade schauen, die 1½ Kreisstanze. Und ihr braucht ein Stückchen für den Henkel. Das habe ich jetzt einfach mal in Terrakotta so gelassen und nicht weiter bestempelt. Das hätte ich vielleicht machen können, aber nö, wollte ich nicht.
Dieses Stückchen hat die Breite von einem halben Inch und die Länge von 3 Inch. Wenn das ein Tickchen länger ist, macht überhaupt nichts. Das ist es, was ihr braucht. So, ich falze das jetzt alles einmal durch. Das geht ja sehr schnell. Da nehme ich euch jetzt mal mit und überspule das nicht. Und einmal die kleine Lasche. So, alles durchgefalzt. Diese kleine Lasche hier, ich glaube, ich werde mal den Zoom benutzen. Ach, ist das spannend. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Das ist doch klasse, oder? Also, diese kleine Lasche hier, die wird abgeschnitten. Nicht komplett, sondern nur das untere Rechteck und das obere Rechteck, sodass es in der Mitte stehen bleibt. Also, das untere Rechteck, das obere Rechteck. In der Mitte bleibt es stehen. Und hier nehme ich jetzt noch so ganz, ganz leicht die Ecke weg. Das muss nicht großzügig sein. So. Einmal. Dann kommt hier oben Kleber hin, Klebeband. Und zwar einmal hier an den Rand komplett rüber und einmal an die untere Falz, über die untere Falz hier einmal rüber. Mit einer kleinen Ausnahme. Eigentlich klebt ihr das ganz rüber, nur gegenüber eurer, hier ist die Klebelasche, gegenüber eurer Klebelasche, da lasst ihr das halbe erste Kästchen frei und setzt erst ein Stückchen später, also ungefähr auf der Hälfte des ersten Quadrates an, mit eurem Klebestreifen. Das heißt, das sieht dann so aus, dass ich erst hier den Klebestreifen ungefähr ansetze. Das kommt überhaupt nicht auf einen Millimeter an, aber ungefähr die Mitte. Dann ziehe ich das einmal komplett rüber. Und das gleiche mache ich nochmal mit der Falz darunter. Klebe den Klebestreifen direkt an die Falz darunter. So. Und jetzt seht ihr, hier ist die Klebelasche. Oh, so. Hier ist die Klebelasche. Und hier habe ich jetzt ungefähr die Hälfte von dem ersten Quadrat freigelassen. Was ich noch brauche, ist auf der Klebelasche, weil es ist ja eine Klebelasche, da brauche ich also auch Kleber. Der kommt von außen drauf. Und da kommt hier einfach ein Stückchen von dem Klebeband drauf. So, mal ein bisschen andrücken. Jetzt ziehe ich den hier auch schon ab. Einmal hier. Und komm her. Und einmal hier. Dann klappe ich das einfach um. Schon mal fertig. Jetzt muss ich unten, das wird nämlich unser Boden hier, da schneide ich jede einzelne Falz ein, die ich hier gezogen habe. Bis zur oberen Falz schneide ich das komplett ein. So. Jetzt könnte ich das einfach schon zusammenstecken. Was ich festgestellt habe, es ist sehr gut, weil ich habe das hier jetzt herübergeklappt. Wenn ich einmal noch, ich brauche es nicht mit dem Falzbein nachziehen, aber einmal noch die Falzen nachknicke, weil ich habe jetzt ja 2 Lagen Papier übereinander. Und dann ist das nachher etwas hübscher. So, das war schon. Dieses Klebestückchen, das ziehe ich jetzt auch ab. Und hier, dadurch, dass ich ja ein Stückchen freigelassen habe, ist hier jetzt so eine kleine Tasche entstanden. Und da stecke ich jetzt diese Klebelasche rein. Mach das möglichst bündig.
und klebe das an. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt drehe ich mir das um. Ich suche mir noch mal eben kurz die... Da, da ist die Lasche. So, ich drehe das um. Und was ich jetzt machen muss, ist immer... Ich klappe das nur mal eben kurz um. Immer die gegenüberliegenden Laschen... Einen Moment, so. Die gegenüberliegenden Laschen klebe ich jetzt zusammen. Ich habe das anfangs mit Tombow gemacht. Grundsätzlich funktioniert das sehr gut, aber das muss man so lange halten. Und das ist so, also nicht lange, aber 10, 15 Sekunden muss man das halten. Und das ist dann so eine Fummelarbeit. Dann habe ich gedacht, ist ja Quatsch. Ich kann ja auch lieber Klebeband nehmen. Also an drei Laschen, ich nehme jetzt mal 1, 2, 3, die drei, da mache ich ein kleines Stückchen doppelseitiges Klebeband dran. Ich schneide mir das mal gerade. So. Und das mache ich von außen. Das heißt, einmal hier. Einmal hier. Und einmal den. Welche drei ihr da nehmt, ist eigentlich völlig egal. So. Jetzt ziehe ich das schon mal eben alles einmal ab. Einmal, zweimal, na, komm her. Dreimal. So. Und immer die gegenüberliegenden klebe ich jetzt zusammen. Hier ist der Kleber drauf. Das lege ich also nach unten. Und bitte drückt das nicht zu stark zusammen. Seht ihr das? Dann ergibt das nicht mehr so ein schönes Sechseck, sondern eher so eine Raute. Die will ich gar nicht. Stellt euch das so hin. Und dann legt ihr die ganz locker übereinander. Achtet nur darauf, dass hier die Linie bündig ist. Ein bisschen nur andrücken. Jetzt dreht ihr das Ganze und macht das hier auch. Ein bisschen darauf achten, dass die beiden Seiten hier bündig aneinander liegen. Und bei der letzten Seite mache ich das noch einmal. So, und jetzt drücke ich einfach von innen nochmal dagegen. Okay, jetzt sieht das hier natürlich etwas unschön aus. Dafür haben wir den Kreis. Den klebe ich hier jetzt nämlich einfach drüber. Das mache ich mit Tombow. Da kommt jetzt großzügig Tombow einmal drauf. So. Und... den klebe ich hier einfach drauf, halte ihn einen ganz kleinen Moment fest und das gleiche mache ich innen auch nochmal, weil auch innen sieht das ja nicht ganz so schick aus. Also auch wieder Tombow auf meinen Kreis. Ich hatte das schon gesagt, der Kreis ist ausgestanzt mit der 1,5 Stanze. So, das lasse ich hier jetzt einfach reinfallen und schiebe das mit meinem Falzbein noch ein bisschen zurecht, sodass der schön mittig liegt. Okay. Und jetzt kann ich das nämlich mit dem Falzbein ein bisschen andrücken. Oh, jetzt habe ich zu weit drüber geschoben. Na, komm her. So. Und jetzt drücke ich das einfach auch an den Rändern ein bisschen an. Und damit drücke ich ja auch gleich den unteren im selben Moment an. Um eine größere Fläche zu kriegen, kann ich das auch mit dem Tombow eben einmal drücken. So, sehr gut. Jetzt fehlt mir nur noch mein Henkel. Dann nehme ich mein Falzbein und ziehe das einmal hier so ein bisschen durch, damit das so ein bisschen rund wird. Jetzt kommt einmal auf die Außenseite der Rundung und einmal in die Innenseite der Rundung. Wieder ein kleines Stückchen von dem doppelseitigen Klebeband. Normalerweise braucht man das ja nicht schneiden, sondern kann das reißen. Aber weil das so klein ist, möchte ich jetzt eine saubere Kante haben und dann schneide ich das mal eben. So, einmal. Hier ist die Rundung.
Einmal außen auf die Rundung und jetzt einmal innen auf die Rundung. So. Wenn hier mal irgendwie was übersteht oder so, macht nichts. Wenn ich das jetzt abziehe, einen Moment, zeige ich euch. Wenn ich das jetzt abziehe, dann sieht man immer noch, hier steht was über. Das klappe ich einfach nach innen um. Und das war schon, das klebt ja. Das ist ja das Schöne. So, jetzt suche ich mir, eben gucken, hier ist meine Kante, wo ich das reingesteckt habe. Und da klebe ich das jetzt ran. Ich muss das hier auch nochmal eben ein bisschen umknicken. Da klebe ich das jetzt mittig, huch, wieder aus der Kamera raus. Da klebe ich das jetzt mittig rauf. Einmal da. Und gegenüber klebe ich das, ist ja innen dann, klebe ich das auch, oh, da muss ich etwas rüber, so, auch mittig an. Drückt das ein wenig an. So, und jetzt sieht das im Moment so aus, sieht natürlich bescheuert aus, aber ich kann mir das natürlich zurechte ziehen, wie ich möchte. Entweder ich nehme so eine Runde oder ich ziehe das so ein bisschen nach oben, dass ich so einen leichten Schwung kriege. Und hier kommt jetzt mein Ferrero Rocher rein, was ja genau reinpasst. Und fertig ist das kleine Tässchen. Das geht sehr, sehr schnell, insbesondere wenn man dabei nicht erklärt. Dann würde das Ganze natürlich deutlich, deutlich schneller gehen. Also diese Tässchen sind wahnsinnig schnell hergestellt. Und ich finde, gerade wenn jetzt Weihnachten kommt, könnt ihr natürlich weihnachtliche Motive nehmen und nicht unbedingt Blumen. Ich fand das nur mit den Blumen jetzt so schick. Gerade die Farbe Terrakotta. Nehmt was Klassisches, bestempelt das und embosst das. Und also so etwas mit auf den Weihnachtsplatz zu stellen, ist natürlich total toll und total süß. Kommt mit Sicherheit sehr, sehr gut an. Ich werde das machen, beziehungsweise ich werde noch kleine Tannenbäume basteln und die werden bei uns als Tischdeko dann stehen. Aber die mache ich auf jeden Fall auch, weil ich weiß jetzt schon, liebe Mutter, die du ja meine Videos auch ständig guckst, ja, ich werde dir so kleine Tassen machen, ganz bestimmt. Huch, die fällt da immer raus, wenn ich die so hinlege. So. Das also mein kleines Projekt, mein erstes kleines Projekt mit der neuen Kamera und den neuen Lichtverhältnissen. Ich sehe gerade, hier ist natürlich sehr viel Schatten. Ich zoome euch nochmal eben wieder falsch rum, ein bisschen raus. So. Nochmal der kleine Appell. Bitte, bitte unterstützt mich da und gebt mir Feedback, was Licht, Ton und an sich Kameraeinstellung angeht. Das wäre total klasse. Da würde ich mich wirklich, wirklich drüber freuen. Insbesondere konstruktive Kritik ist super, super gerne und sehr, sehr gerne gewollt, damit ich eventuell was besser machen kann. Maße hierfür, so wie ich euch das jetzt vorgestellt habe, findet ihr natürlich auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Dort findet ihr Materialien, die ich benutzt habe und natürlich, ja, die Maße. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Vielleicht könnt ihr euren Adventstisch oder Weihnachtstisch damit ja noch hübsch dekorieren. Habt da ganz viel Spaß bei. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao!